so groß geworden. Ich werde dieses Jahr 55, am Dienstag genau, sind herzlich eingeladen, nach Aachen zu kommen. Und Sie kennen dann alle vom Familienfesten, früher als Kind. Wir machen heute so ein bisschen Zeitreise, das ist im Programm. Wenn man reinkam, jung war, bist du groß geworden. Ja, Tante Maria, ich werde ja bei 55. Und dann war so der erste Eindruck, wenn man auf Familienfesten kam als Kind, zuerst kam einem so ein Geschwader von Tanten entgegen. Ja. So waren die alle. Also die kleinen Jahre habe ich erst mit 17 kennengelernt. Und ich sagte, Jung, tu den Tante mal rücken. Ne? Das war gemein als Liebesbeweis, aber man hatte Angst vor dem Schwitzkasten. Ne? Und ich sehe, Sie haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wirklich Schockhorn. Ne? Und die Tanten hatten auch alle, heute würde man sagen, einen PIN-Code, einen Zahlencode für ihren eigenen Geruch. 4711. Die Luxusversion, Tosca. Da sprühten die entweder aus Vacances oder hatten dann in ihren Handtaschen als Erfrischungstücher. Die hatten auch Erfrischungsstäbchen dazu. Die haben wir auch von Sprenger, kennen Sie die noch? Ja, genau, innen gefüllt, genau. Die schmeckten besser als die Erfrischungstücher. Klebte dann auch mehr, nein? Und eine besondere Art von Körperpflege war, wenn die Tante einen anguckte und sagte, Junge, du hast aber die Gesicht. Ja? Dann wurde man mit der eigenen Spucke abgewaschen. Das waren schöne Zeiten. Und als Kind durfte es doch nicht. Heute ist es ja so, wenn die Kinder oder Jugendlichen reinkommen, wenn sie überhaupt so Begrüßung was sagen, sagen sie, so, hey, hey. Sagst du, oh, der ist aber höflich. Nein? Der ist aber gut drauf. Nein? Und früher, wir kriegen dann früher gesagt, gib der Tante das schöne Händchen. Nein? Und wir haben ein schönes und ein fieses Händchen. Und wir mussten dann noch einen Knicks machen, also die Mädchen, die Jungen einen Diener. Nein? Mein Sohn wüsste heute die andere, wer das war. Nein? Dann kam man rein in diese Erwachsenengesellschaft, in der man als Kind nichts zu sagen hatte. Und dann freute man sich, wenn die Eltern sagten, der kann gut Gedichte aufsagen. Das war so wie Familiencasting. Ne? DSDS im Wohnzimmer. Ne? Ja, der fremdelt noch ein bisschen, der wird gleich warm. Ne? So, jetzt mach was hier. Ne? Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Ja, das kann man euer lernen. Ne? Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und in der goldenen Herbsteszeit, da war es für den Rebeck soweit. Er kippte sich einen hinter die Birne und brannte durch mit einer Birne. Hey, so haben wir dann auch mitgelernt. So. Alles war selbst gebacken. Ich sah ein paar klassische Kuchensorten oder Tortensorten und sie können mit Rundflauten antworten. Schwarzwälder Kirsch, Frankfurter Kranz, Buttercreme. Butter war sowieso das Beste, was es gab. Gute Butter. Mein Onkel legte sich an eine Scheibe Schweizer Käse aufs Brot und sagte zu meiner Frau, da habe ich aber die Löcher noch Butter zu. Früher war das ungefährlich, das Cholesterin war noch nicht erfunden. Es gab aber auch gesunde Gebäcksorten, Obstböden. Mit Pfirsich oder Erdbeeren, nein, möchte ein Stück Brot, auch Sahne, nein, keine Sahne. Du sie in den Kaffee. Da fand der Körper den nicht. Nein? Wir haben im Rheinland so ja eine Spezialart von Gebäck, Teilchen. Nein? In ganz Deutschland ist ein Teilchen ein kleiner Teil von etwas Größerem. Im Rheinland ist ein Teilchen Gebäck für Besuch, für den einem Kuchen zu schade ist.
Und im Plätzchen zu Leid zu schürfen.